Cottbus in einem Buch, zumindest als Teil davon. Das verspricht die neue Publikation zur Sonderausstellung Das Gesicht der Stadt, visuelle Kulturen der Stadt, Gebrauchsgrafiker, Spuren in Cottbus. Das Cottbuser Stadtmuseum widmet sich damit den sogenannten Cottbuser Handschriften. Und wenn durch die Corona-Beschränkungen kein Besucher die Ausstellung besuchen kann, dann kommt die Ausstellung eben zu den Cottbusern. Ein Rückblick in die gestalterische Geschichte der Stadt. Die Ausstellung, wie gesagt, war leider nicht so erfolgreich, weil sie einfach in den Corona-Wirren stattgefunden hat und kaum besucht werden konnte. Nichtsdestotrotz haben wir es uns nicht nehmen lassen, das, was wir in der Ausstellung erarbeitet haben, auch in der Publikation zusammenfassen. Ich denke, das Spannende ist, dass Sie sowohl die biografischen Hinweise finden, aber auch einen Blick in die Zeitgeschichte werfen können, wie Grafiker gearbeitet haben, welche Zwängen sie ausgesetzt waren, aber auch welche Freiräume möglicherweise da waren. Und ganz spannend ist natürlich dann auch die Auswahl. Es überwiegen mit Sicherheit die Plakate, weil sie, denke ich, auch die visuelle Landschaft geprägt haben. Aber sie finden dann auch Verpackungen, Einzelstücke, Drucksachen, Publikationen, Signets und anderes. Das Begleitband wagt einen Blick auf Ereignisse und Themen, die den Alltag der Cottbusser prägten. Auch wenn sich Material- und Motivwahl, Ästhetik und Co. über Jahrzehnte verändert haben. Die Arbeiten der Gebrauchsgrafiker sind und waren heute noch allgegenwärtig. Ich denke, das ist also auch der Anlass gewesen, dass es für das Stadtmuseum sozusagen auch eine Art Reminiszenz war, eine Art Aufsammeln dessen, was wir wissen, was wir zum Teil noch in der eigenen Sammlung haben, aber auch der Rückblick auf ein Stück gestalterische Geschichte dieser Stadt, die so nicht wiederkommt, weil die Welt eine andere geworden ist. Auch ihn wollen Sie unbedingt bewahren. Das Porträt des Cottbuser Arztes Karl Thiem. Das über 100 Jahre alte Gemälde weist zahlreiche altersbedingte Spuren auf. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum soll das Bild jetzt restauriert werden. Dafür werden dringend Spenden benötigt. Wir brauchen ca. 4.000 Euro. Bei diesem Bild. Wir müssen zum einen das Bild reinigen, es muss neu gespannt werden. Das Gemälde selber ist gar nicht so beschädigt, aber der doch sehr aufwendige Stuckrahmen hat einige Fehlstellen und das ist halt eben auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Gespendet werden kann unter dem eingeblendeten Konto. Das Projekt Das Gesicht der Stadt wurde vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg sowie von der Sparkasse Spree-Neiße gefördert. Das Buch wird voraussichtlich ab dem 14. Dezember für 20 Euro im Handel erhältlich sein.